Ja, hier seht ihr meine bildschöne Küche. Das Einzige, was mir in dieser Küche seit Jahren schon nicht gefällt, das sind diese beiden Barhocker. Und dementsprechend mache ich jetzt einmal. Und da ist der neue Barhocker. Und wie ich diesen Barhocker richtig genial in kürzester Zeit gebastelt habe und das noch extrem günstig, das erkläre ich euch in diesem Video. Ja, zu Anfang zeige ich euch erstmal das Material, das ich verwende. Und zwar, ich nehme 40 x 30 x 2 mm Vierkantrohr. Und das ist mehr als ausreichend von der Stärke und von der Belastungsfähigkeit. Das Ganze bestelle ich mir immer bei eBay. Hier habe ich dann so eine Lieferung. Da sind drei Rohre a 1,5 Meter drin und das sind dann 4,5 Meter. Und das brauche ich ungefähr für einen Barhocker, habe ich noch ein kleines Stück übrig. Und das Ganze habe ich zweimal bestellt. Versandkosten werden dann nur einmal berechnet. Und ja, dann gehen wir über und schneiden uns das Ganze erstmal zu. Ich schneide erstmal die beiden Quadrate zu, also das obere und untere Quadrat. Mache erstmal ein, zwei Probeschnitte und messe halt die Gehrung. Das soll auch wirklich richtig gut passen, wenn ich das dann hinterher in einem Rutsch dann alles durchziehe. Und ein, zwei kleine Probeschnitte, ein bisschen nachmessen und dann weiß man, dass das Ganze stimmt. Ich gehe so vor, ich mache es mir relativ einfach. Ich habe hier keinen Anschlag oder ähnliches an der Säge. Ich schneide mir ein Stück zu und zwar nehme ich das Quadrat Außendurchmesser 380 x 380. Das heißt, ich habe dann bei 30 x 40 habe ich dann eine 300er Sitzfläche in der Mitte. Also ich brauche hinterher noch ein 300er Holzbrett. Da kommen wir aber am Ende zu. Und zeichne mir halt den ersten hier an. Und den nehme ich dann immer wieder als Muster, schiebe ich einfach ans Sägeblatt ran, bevor es an ist. Und dann mache ich das Sägeblatt an und pfeife die alle durch. Und dann ist es natürlich schön, mit so einer Kaltkreissäge kann man innerhalb weniger Minuten sich so einen Barhocker zuschneiden. Oder zumindest dieses obere und untere Quadrat. Dann gehen wir dann einen nächsten Schritt in die Werkstatt und schweißen das. Wenn ich jetzt keine Kaltkreissäge habe, die kostet auch immerhin so um die 400 Euro, dann gibt es natürlich andere Optionen. Es gibt deutlich billigere Varianten von so einer Kaltkreissäge. Es gibt Metallbandsägen. Die sind natürlich teilweise noch präziser oder deutlich präziser, kann man auch sagen. Aber ja, wenn ich das, sind halt langsamer dafür. Ja, es dauert deutlich länger, damit was zu sägen. Das geht natürlich hier gigantisch schnell. Wie gesagt, also Metallbandsäge ist eine Option. Ich habe zum Beispiel noch eine ganz einfache in meiner Werkstatt, habe ich auch ein Video zugemacht von Lidl. Ist ein ganz einfaches Teil, aber reicht auch, um diese normalen Sachen so zuzusägen, zuzuschneiden. Ansonsten ein Winkelschleifer an sich kann ich nur bedingt empfehlen, weil die meisten, die die Möglichkeiten nicht haben, da irgendwas zuzusägen, wenn die dann anfangen mit dem Winkelschleifer zu arbeiten, die kriegen es auch nicht so hundertprozentig genau hin. Dann hat man einen großen Luftspalt, da hat man Verzug und so weiter. Also da kommt so eins zum anderen. Da sollte man überlegen, ob man sich das eventuell zuschneiden lässt. Oder eine ganz interessante Option habe ich mir vor ein paar Jahren mal gebaut. Und zwar habe ich einen Schweißtisch gebaut mir und an dem Schweißtisch hatte ich dann auch eine Option, mit einem großen Winkelschleifer zu arbeiten. Das hat wirklich auch, wenn man so ein, zwei Probeschnitte gemacht hat, wirklich sehr, sehr gut funktioniert. So, und wenn ich jetzt hier einmal dann mein Muster durch habe, dann schiebe ich das einfach siebenmal nochmal durch, immer einfach auf Anschlag halten, muss man gucken, dass immer alle Kanten schön bündig sind und dann funktioniert das super. Also das ist wirklich eine schöne Option, wenn man keinen Anschlag hat, das so auszuführen. So, dementsprechend ist das ganze Geschichte. Wichtig ist natürlich, dass ich das mir jetzt schön alles entgrate. Ich bin jetzt mittlerweile hier in meiner kleinen Schweißwerkstatt, bin an meinem Schweißtisch und entgrate mir das alles erstmal mit so einer Fächerscheibe. Kann man optional natürlich auch eine Schrubbscheibe oder ähnliches nehmen und dann wird erstmal mit Verdünner gereinigt, weil diese Rohre, die lassen sich so eigentlich relativ schlecht schweißen. Da ist immer Fett und Verzunderung und so weiter drauf und wenigstens Fett und Dreck, der da wirklich massiv drin ist, das sieht man auf den Lachen, den kann man erstmal mit ein bisschen Verdünner, ein bisschen Reiniger abreinigen. Außerdem wollen wir das Ganze ja in späteren Schritten dann auch noch weiter bearbeiten und dementsprechend auch am Ende lackieren. Dafür kommt ja auch der ganze Dreck runter, darum mache ich wirklich hier mal so einen kleinen Reinigungsschritt und reinige das Ganze erstmal ein bisschen.
Ja, im nächsten Schritt will ich das Ganze erstmal punktschweißen, das heißt heften und dann verschweißen. Ich habe mich fürs Wix-Schweißen entschieden und ich habe hier mein niegelnagelneues, schönes Wix-Schweißgerät, das Weldinger WE202P. Verlinke hier unter, könnt ihr euch mal angucken, habe ich ein aktuelles Video zu gemacht. Ist wirklich sehr, sehr schön. Und es gibt da natürlich verschiedene Optionen, wie man das Ganze schweißen kann und schweißen sollte. Da ist immer die Frage, was man hinterher haben will. Es gibt da unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Ich hefte mir hier erstmal diesen Winkel mit Wick und verschweiße es dann auch hinterher mit Wick, weil ich die Nähte gerne stehen lassen möchte. Das kann man teilweise mit Mack natürlich auch hinkriegen. Je nachdem, wie gut das Gerät eingestellt ist, je nachdem, wie versiert der Schweißer ist, ist natürlich immer so alles so Sachen, kann und muss und sollte. Mit Wick ist es auf jeden Fall möglich, feine, filigrane Nähte zu schweißen. Und die Nähte kann man dann da lassen. Ich werde die Nähte nur bürsten und die bleiben dann auch so als Optik da. Das Ganze soll ja so ein bisschen Industriestyle sein, aber trotzdem schick. Das ist immer so, Industriestyle kriegt man schnell hin, aber es muss halt auch immer ein bisschen schick aussehen. Ich werde das Ganze nachher bürsten, zeige euch verschiedene Varianten, wie man diesen Stuhl ausführen kann und wie man sowas allgemein so ausführen kann. Und da gibt es viele interessante Ideen und viele interessante Möglichkeiten. Wie gesagt, diese beiden Quadrate werde ich erstmal heften, dann verschweißen und dann gehen wir zum nächsten Arbeitsschritt über. Und Option wäre, wie gesagt, auch das Max-Schweißen, theoretisch auch das Elektrodenschweißen, wenn man das beherrscht. Elektrodenschweißen 2 mm, wenn das ein absoluter Anfänger macht, der wird sicherlich bei den Kanten oder so ein bisschen Probleme kriegen, aber ansonsten auch. Dann ist natürlich die Frage, lasse ich die Nähte stehen oder beschleife ich das? Es gibt oft so, dass dann einer einfach die Nähte beschleift. Es gibt auch Optionen, so das ganze Material zu beschleifen zum Beispiel, ja, dass das alles so glänzend wird, ist alles, gibt es tausende Möglichkeiten. Ich habe so ein bisschen einen Sonderweg, den finde ich eigentlich mit am schönsten. Ich habe da schon eine Menge so im Industriestyle gebaut und ja, da muss man so ein bisschen die Optionen durchspielen, kann man sich unwahrscheinlich viele Muster angucken, gerade wenn man so nach Pinterest oder so geht, da sieht man wirklich, eine Zeit lang war so Edelstahl immer total modern und jetzt kommt in dieser Industrie-Look. Und da gibt es auch wirklich schöne Sachen, wenn man sich da erstmal so ein bisschen mit anfreundet. Ich will auch demnächst noch einen schönen großen Tisch und da auch eine richtig schöne Tischplatte damit zu bauen. Das kann man auch wirklich so günstig und man kriegt trotzdem richtig, richtig schöne Ergebnisse. Und ich schweiße jetzt hier erstmal die Ecken. Warum mache ich das? Dass ich erstmal eine gewisse Stabilität in dieses Bauteil kriege. Wenn ich die Ecken verschweiße, habe ich nicht die Gefahr, dass da irgendwas bei verzieht. Ich habe mir das hinten Ganze mit so einem Winkel im Stehen positioniert. Da bei mir die Gehrungsschnitte wirklich sehr gut ausgeführt sind, habe ich da auch keine Probleme. Das ist, passt nahezu, ja, nahezu perfekt. Und kriege da auch wirklich schöne Nähte hin, die ich dann hinterher auch wirklich problemlos auch so lassen kann, ohne das Ganze zu beschleifen. Ja, manche mögen das auch, wenn das dann beschliffen ist. Wie gesagt, ich nehme immer gleich nach dem Schweißen möglichst, wenn es noch warm ist, eine Drahtbürste und bürste so ein bisschen die Anlauffarben weg und gehe dann gleich zum nächsten Schritt dann halt weiter. Aber wie gesagt, erstmal schweißen wir alles. Ich habe jetzt hier diese Ecken geschweißt und schweiße jetzt wirklich erstmal die Sichtfläche. Ich habe mich vorher für eine Seite entschieden, aus der ich die Sichtfläche mache, die man hinterher wirklich oben sieht. Da kann man auch so ein bisschen noch ausgleichen, wenn ich mal stärkere Macken in dem Rohr habe oder so, dass ich die dann wirklich in den Bereich setze, den man hinterher nicht sieht, also nach unten, die Unterkante. Ja. Und ja, schweiße das Ganze jetzt mit Wick. Ich habe ungefähr zwischen 60 und 70 Ampere, je nach Stelle habe ich das so ein bisschen minimal variiert. Ich nutze einen 1,6 mm Wickdraht, also Wickschweißzusatz, auch wirklich einen ganz filigranen Zusatz, um da auch wirklich relativ dünne Nähte hinzukriegen, die man dann auch wirklich lassen kann. Das war so die Zielsetzung dabei. Denke, das habe ich ganz gut erreicht. So. Und ja, wenn wir das Ganze dann soweit haben, dann wird es von innen geschweißt. Von beiden Seiten halt, wie gesagt, immer wirklich schön versetzt. Einmal links auf 180 Grad, dann das Ganze drehen. Durch, wenn man das alles so ein bisschen versetzt, dann kommt immer Spannung in andere Richtung hin.
und dadurch kann man auch wirklich wirkungsvoll Verzug vermeiden. Trotzdem ist immer eine ganz wichtige Sache, habe ich vorhin beim Sägen schon gesagt, wenn man startet und sich das Ganze zusägt, wirklich den ersten Winkel mal messen und genauso hier immer wirklich mal den Verzug wieder kontrollieren. Wenn es hinterher komplett geschweißt ist oder so, hat man ein Problem. Man kann, wenn man nicht ganz so versiert ist und man hat einen Schweißtisch, das muss auch nicht so einer sein, wenn es nur ein ganz normaler aus Vierkantrohr ist, kann man sich das Ganze auch wirklich mit Schraubzwingen schön fest aufspannen. Und wenn man dann nicht so versiert ist, kann man auch wirklich ein bisschen sich da mehr für Zeit nehmen. Ich bürste das Ganze jetzt alles mit einer Drahtbürste. Und im zweiten Schritt gehe ich dann richtig mit so einem Akkupatz daran. Zielsetzung von dem Akkupatz, also von diesem Schleifvlies, den nutze ich ja auch gerne für Edelstahl und alles, den kann ich natürlich nie wieder für Edelstahl nutzen, ist es wirklich, das Ganze so ein bisschen glänzend hinzukriegen. Das finde ich sehr schön. Man hat nicht einen Schliff und hat auch nicht diese Schleifspuren irgendwo dran, sondern man bürstet sich das Ganze fein mit der Hand. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber ich mache das unwahrscheinlich gerne. Hier unten sträflicherweise auch noch mit meinen guten Schweißerhandschuhen, meinen guten Wick-Schweißerhandschuhen. Na gut, aber wie gesagt, ich bürste mir das so in eine Sichtbarkeit, wie ich das hinterher gerne haben möchte. Man kann das wirklich hinkriegen, dass man da ein ganz glattes, blankes Material kriegt, wenn man lang genug bürstet. Man hat nicht diese rotierenden Schleifspuren oder man hat auch nicht so ein gleiches Schliffbild. Man ist einfach so, dass man diese Zunderschicht ganz vorsichtig damit abbürstet. Finde ich eine ganz tolle Option. Gibt eine ganz tolle Optik, wie gesagt, aber man muss immer sagen, man hat bei diesem Style mit den Rohren, sage ich mal, man hat da tausende verschiedene Möglichkeiten und da hat auch sicherlich jeder seinen Favoriten. Wie gesagt, ich mache das unwahrscheinlich gerne, dass ich das mit diesem Akkupatz bürste. Das gibt eine ganz tolle Optik und ich liebe sowieso diese Akkupatz. Ich habe da so eine Rolle in meiner Werkstatt, so eine Großrolle und auch noch ein paar kleine Teile. Ich bürste da alles mit. Ich würde sogar, sieht man hier, die Optik, die sieht schon richtig gut aus. Wenn man sich vorher diese schwarzen Rohre vorstellt, das sieht schon richtig, richtig schnieke aus. Hinterher so ein bisschen mit Klarlack veredeln, dass das nicht wieder weggeht und nicht rosten kann und gut ist. Wenn ich dann diese beiden Quadrate fertig habe, dann baue ich mir die in irgendeiner Form auf und positioniere mir die ganz genau. Da sollte man wirklich gucken, wo man die Barhocker hinstellt und sich dann irgendwo die Sitzhöhe so ein bisschen anpassen. Meine vorherigen Barhocker, die hatten auch immer so eine Sitzhöhe, die war so ein bisschen ein Tuck too much, ja, ein Tuck too much. Und dementsprechend wollte ich das auch so ein bisschen reduzieren. Ich bin hier ungefähr bei 700. Und ja, was heißt ungefähr? Ich bin bei 700. Ich spanne mir das schön hier auf den Tisch fest. Man könnte das aber auch genauso auf dem Boden positionieren. Nur ich würde es mir auch nicht ausrechnen. Natürlich kann man es als in einer technischen Zeichnung, könnte man sich das auch aufzeichnen und dementsprechend anpassen. Aber das ist wirklich eine einfache Option, dass man sich das Ganze hier aufbaut, dann sich das Ganze ausmisst. Man hat dann wirklich 4 Positionen, also in jeder Ecke zu jedem Messen, dass das dann wirklich genau parallel ist, der Stuhl. Und dann kann man sich das Rohr einfach auflegen und so positionieren, wie es dann hinterher wirklich sein soll. Und dann kann man sich das Ganze ganz einfach anreißen. Und man sieht dann, wie einfach sowas sein kann. Ich habe das dann hier positioniert, mit Schraubzähnen festgezogen. Hat man nicht so einen Tisch, kann man irgendwas anderes nehmen, was gerade steht, das schön ausrichten. Das ist wirklich auf jeder halbwegs ebenen Fläche. Hier ist es natürlich schön, dass ich das Ganze im Stehen machen kann, nicht auf dem Boden rumkrauchen muss. Das ist immer auch deutlich angenehmer. So, einfach von unten markieren. Dann gehe ich an meine bildschöne Säge und mache da einen wunderschönen Schnitt. Und dann kann ich das Ganze dann hier gleich einsetzen, positionieren. Zum Einsetzen ist auch immer wieder wichtig, dass man sich da vernünftige Hilfsmittel sucht. Und ich habe so ein bisschen die Schrauben, also die Gewindestangen für mich entdeckt. Und zwar habe ich mir hier 2 gemacht. Man kann das auch in verschiedenen Optionen machen. Man kann sich auch so kleine Böcke basteln. Ich habe das hier halt, dass ich in den Tisch reinstecke einfach. Und dann habe ich genau, kann ich mir genau die Höhe hochschrauben an der Mutter, die ich dann exakt brauche. Und dementsprechend lege ich das Ganze da drauf. Das ist jetzt auf der Höhe. Ich wollte natürlich das genau mittig haben. Ist das Ganze
Ja, es ist nicht perfekt, dass es so irgendwo richtig fest ist oder so, aber es reicht vollkommen, dass das dann so liegt, um einen kleinen Punkt zu machen. Das ist natürlich auch immer ein ganz großer Vorteil beim Wickschweißen und beim Heften von Wick, dass man da wirklich einen kleinen Punkt machen kann, der stabilisiert das Ganze und fixiert das Ganze erstmal und dann kann ich das Ganze wirklich noch mal perfekt ausrichten und mir angucken und überprüfen, was man immer machen sollte. Finde ich ganz grausam, wenn dann irgendwo so das Ganze vorgemacht wird und nicht dazu gesagt wird, überprüft das mal. Dann gibt es dann Leute, die machen das Ganze nach und bekommen dann absolut grottenschlechte Ergebnisse und sagen, ja, aber der in dem, was weiß ich nicht, will ich jetzt gar nicht sagen, ne, der hat das aber auch so gemacht und bei dem waren die Ergebnisse hinterher ganz toll. Ja, der hat es dann hinterher nicht kontrolliert oder nicht gezeigt, wie schlecht die Ergebnisse waren. Also wie gesagt, Wick ist da eine ganz tolle Option. Kleine filigrane Hefter, die man dann wirklich noch sehr, sehr gut bewegen kann. Und man sieht hier schon, sieht schon ganz schnieke aus. Und ich hefte das Ganze ab. Und schweißen tue ich das hinterher natürlich im Stehen, dass ich dann wirklich links, rechts, vorne, hinten, je nachdem, wie es ziehen soll, schweiße ich dann an der Stelle. So, jetzt brauche ich noch diesen Fußhalter. Da will ich hier mir einfach ein Vierkantrohr, also ein Stück von dem Rest, habe ich mir abgeschnitten, 320 lang. Das will ich mir hier ausklicken, klinken. Ich will hier so eine leichte Schräge dran machen. Die zeichne ich mir an, klinke dann ein Teil aus und knicke das um. Ist auch eine sehr schöne Technik, macht Spaß, geht schnell. Und andere Optionen wäre natürlich, dass ich mir dass ich mir ein Blech zuschneide und das dann auf Gehrung säge und dann halt mir das hinterher dann wieder zuschweiße oder so. Aber so ein bisschen umknicken oder so ist schnell gemacht. Winkelschleifer, ich zeichne mir das Ganze hier an. Wäre jetzt ein bisschen langatmig, das jetzt hier auch noch komplett zu erklären, aber ich denke mal, wenn man das gleich sieht, wie ich das abschneide, erschließt sich das Ganze von selbst. Wichtig ist auch wirklich immer, was ich hier mal mit der weißen Kreide nochmal schnell mache, dass ich mir wirklich markiere, was ich abschneide und was hinterher mein Gutteil ist. Das erleichtert mir das doch, weil oft zeichnet man irgendwas an und dann fängt man an zu trennen. Und im nächsten Moment hat man dann alles abgetrennt, nur halt nicht das, was man abtrennen wollte. Das geht ganz schnell. Dementsprechend bin ich so ein Freund von Wenningen, dass ich mir dann auch immer wirklich das Gutteil markiere und das Teil, das nicht so gut ist, das schlecht ist. Und dann geht das Ganze wirklich ratzfatz, hat man sowas hier abgetrennt. Sieht man hier meinem schönen Winkelschleifer und der schönen Klingsbohr-Trennscheibe. Da gibt es übrigens neue Trennscheiben, die habe ich mir jetzt auch mal zukommen lassen. Die will ich die Tage auch mal ausprobieren. Da werde ich, glaube ich, auch mal ein schönes Video machen. Das ist wieder eine neue Evolution von denen. Klingsbohr ist wirklich eine ganz tolle Marke, sage ich mal. Eine bezahlbare Marke, die richtig gute Qualität machen oder erzeugen, richtig gute Qualität herstellen. So, jetzt habe ich das Ganze hier und habe hier so zwei Flügel, sieht man schön. Und spanne mir das Ganze und da hilft auch so ein Akkupatz. Und Akkupatz hilft wirklich in allen Lebenslagen, sieht man hier wieder, dass ich halt nicht mehr irgendwelche Spannmacken mache, weil das ist ja genau die Vorderseite oder so. Da will ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein und kloppe das Ganze hier so ein bisschen rum. Schön abheften, verschweißen und an der Stelle habe ich mir überlegt, werde ich das Ganze mal verschleifen, dass es so ein bisschen schön abgerundet ist. Hat man so ein paar verschiedene optische Aspekte an so einem Barhocker. Und wieder natürlich das Ganze reinigen und das Ganze schon mal so ein bisschen vorbürsten. Man kommt dahinter nicht mehr an alle Stellen ran, wie an dem Quadrat, wenn man das zugeschweißt hat. Weil wenn das gleich das Ganze dann rangeschweißt wird, kommt man nicht überall mehr hin. Dann verschweiße ich das Ganze auf die Schnelle. Verschleife es, also verschleife. Und dann können wir das schon an unseren Stuhl setzen. Und dann sind wir ja auch schon fast fertig. So, ja, und beim Anschweißen dieser Fußstütze, dieses Fußhalters, bastle ich mir auch wieder ein schnelles Hilfsmittel. Und zwar nehme ich zwei Gewindestangen und die verlängere ich, die ich eben auch schon hatte, die verlängere ich, indem ich die Mutter ein bisschen überdrehe, dass ich ein Stück Gewinde oben noch habe und da drehe ich mir einfach eine Schraube rein. Dann habe ich eine richtig, richtig schöne Auflage und dementsprechend habe ich dann auch wieder die Möglichkeit. Weil beim Wickschweißen in den meisten Positionen benötige ich auch für einen Heftpunkt einen Zusatz. Und wenn ich das Ganze jetzt so dann da hefte und dann irgendwo, dann müsste ich immer jemand Zweites haben. Das ist auch nervig, dann jemanden herholen, extra nur für so einen Arbeitsschritt. Dementsprechend muss man wissen, wie man sich zu helfen weiß.
Und muss man wissen, wie man sich zu helfen weiß. Ja, ist ein guter Spruch. Und das ist hier eine schöne Option. Nutze ich immer gerne solche Hilfsmittel. Und da sieht man auch wirklich den richtigen Profi. Ich will nicht sagen, dass ich der absolute Profi bin, aber wenn man sich einen Profi anguckt, dann sieht man, das sind meistens Leute, die sich zu helfen wissen. Ja, nicht die geschicktesten, sondern die sich wirklich Gedanken machen, wie man sich irgendwas vernünftig positioniert, wie man sich selbst vernünftig positioniert, wie die Handhabung ist und so weiter. Das ist dann Talent, ist natürlich auch immer ein großer Faktor, aber es ist auch immer viel, sich über irgendwas Gedanken zu machen, sich vernünftig zu positionieren, sich Hilfsmittel zu bauen. Ich staune auch immer wieder, wenn ich irgendwelche Leute sehe und dann denke ich, ach Mensch, warum kommst du denn da nicht drauf? So, wie gesagt, die Schrauben. Jetzt kann ich diesen Tritt wirklich vernünftig positionieren hier, nochmal vernünftig ausrichten und dann verschweiße ich den ganzen Rest an dem Stuhl. Die Höhe von diesem Tritt, die habe ich einfach mal ausprobiert. Ich habe mich hingesetzt und habe geguckt, welche Höhe wäre für dich angenehm, wenn du dich da draufsetzen willst. Und dementsprechend habe ich das angepasst. Ein Stuhl ist auch immer ein bisschen Anpasserei. Und war natürlich auch eine Frage von mir, wenn ich mich da jetzt draufsetze und ich habe nur diese Querstange halt, hält mich das überhaupt vernünftig? Und jetzt wird das Ganze, der Rest hier halt noch verschweißt anständig. Aber die Frage ist halt auch, hält das oder braucht das noch eine Querstrebe? Und mich hat es im gehefteten Zustand wirklich schon gut ausgehalten, mit ein bisschen drauf rumwippen. Gar kein Problem. Und dementsprechend denke ich bin auch nicht der Leichteste. Ich habe auch so gut meine 100 Kilo, dass das wirklich geschweißt allen Belastungen aushält. Das hier ist das Ganze schon geschweißt. Jetzt kommen noch ein paar Bleche in die Ecken, wo hinterher die Multiplexplatte, ich habe so eine Buche Multiplexplatte, seht ihr gleich, die werde ich noch ein bisschen veredeln, drauf kommt und habe mir da auch wieder was untergelegt und das Ganze mache ich jetzt mal der Bequemlichkeit halber in Mack, einfach schnell ein paar Hefter und dann an jede Seite immer eine kleine Stückschweißung und dann hält das wirklich mehr, als es halten muss. Auch einfach so ein paar Reste noch. Ich habe jetzt noch ein paar Restbleche da gehabt. Wenn man jetzt nur davon ausgehen sollte, dass man nur dieses Vierkantrohr hat, dann könnte man sich da natürlich auch einfach ein paar Stellen flexen, ja, und könnte das dann nehmen. Oder auch mit der Säge einfach klein sägen und gut ist. Dann kommen wir halt noch zum Finishing. Ich nehme hier nochmal wirklich einen neuen Akkupatz und jetzt wirklich die Sichtflächen nochmal richtig überschrubben. Und dann muss man genau den Zustand herstellen, den man halt hinterher haben will. Und dann auch nochmal schön mit Verdünner bzw. Aceton rangehen und das Ganze wirklich schön abreinigen. Je besser es abgereinigt ist, je besser der Dreck weg ist, desto besser ist natürlich der tragfähige Untergrund und desto schöner hält die Farbe. Und ich nehme dann immer eine Klarlack-Sprühdose gerne. Ich nehme allgemein gerne diese Sprühdosen. Und dann wird das Ganze halt einfach einmal übergesprüht. Dann hat man einen guten Korrosionsschutz. Das Ganze bleibt auch wirklich lange so. Ich habe das in beide Richtungen gedreht und mit mehreren Schichten gearbeitet. Diese Holzplatte ist einfach nur eine ganz einfache Buchenplatte, eine Multiplexplatte. Und ja, die will ich noch so ein bisschen veredeln, sage ich mal, ein bisschen schöner machen, sonst hat die mir nicht gefallen. Und da habe ich mein neues Lieblingsspielzeug einfach genommen und flamme das Ganze mit einem Brenner so an. Das finde ich ist eine schöne Technik. Und das lässt das ganze Blech so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen veredeln, kann man vielleicht gar nicht sagen, das Ganze, aber es passt da schön zu. Also mir gefällt es gut, ist auch so ein bisschen immer individueller Geschmack. Ich denke mal, bei der Holzplatte kann man wirklich noch alles nehmen, ne? Es gibt irgendwelche, die sich da lackierte, farbige Platten nehmen, das immer, wie es je nachdem auch in den Bereich reinpasst oder so. Ich finde das so mit so einer Buche und hell und das Ganze dann so ein bisschen anflammen, denke ich mal, sieht wirklich gut aus. So. Und schon haben wir unseren bildschönen Barhocker und ich muss jetzt gleich anfangen, den zweiten zu basteln. Das war der Prototyp. Alles, was ich hier im Video verwendet habe, verlinke ich hier unter. Ich hoffe, der gefällt euch. Dann gebt mir doch einen fetten Daumen hoch und schreibt einen Kommentar unter. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.